So Leute, willkommen zurück zu The Binding of Isaac. Wir haben, glaube ich, beim letzten Mal sogar einen neuen Charakter freigeschaltet. Haben wir nicht. Lazarus haben wir schon gespielt, okay. Bin komplett raus. Der nächste in der Liste wäre Lost. Ich mache erstmal Bethany. Ja, Lost ist halt immer so eine Sache, ne? Ja, hatte ich mit Bethany Dogma schon besiegt? Ich glaube ja. Brauche ich eigentlich gar nicht nachgucken. Ich weiß, dass ich Dogma schon besiegt habe. Dementsprechend ist mir der Teil eigentlich relativ wurscht. Doch, ich will nachgucken. Will nachgucken, ich will es wissen. Habe ich Dogma besiegt? Ja. Dogma ist besiegt und dementsprechend brauchen wir ihn nicht mehr. Heißt, wir müssen einfach nur ein Trinket finden und Tainted Bethany freischalten. Und dann ist ein Charakter mehr freigeschaltet. So viele Tainted sind es gar nicht mehr, ne? Wir arbeiten uns langsam aber sicher voran. Ist natürlich immer trotzdem ein bisschen aufwendiger. Aber es existiert Fortschritt, glaube ich. So ein bisschen. Ja, super. Außer wenn ich meiner super tollen Item-Kräfte wieder verliere. Oder mich einfach direkt killen lasse. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Weil ich gerade dem Hackbraten nicht ausweichen kann. Oh Gott, oh Gott, komm. Rechtzeitig. Neues Spacebar-Item, das ist okay. Hat zwar die gleiche Aufladezeit wie das alte. Das Ding, was sich mit Spirit Hearts auflädt, wäre auch eigentlich nicht schlecht, aber können wir uns gar nicht leisten. Da ich nicht wirklich eine Intention habe, Dogma irgendwie freizuschalten, werde ich jetzt einfach die Itemräume mitnehmen. In der Hoffnung, dass ich irgendwo ein Item kriege, das ein Trinket spawnt. Wie war das, sobald er stirbt, leben die Viecher noch oder leben die nicht mehr? Weiß es gerade gar nicht. Ne, sie gehen drauf. Alles klar. Gut, das ist ein Range-Up und wir haben alles, was wir wollten. Dann gehen wir weiter. So. Ich finde es super, wir sind immer noch auf einem halben Herz, ne? Wir haben es immer noch nicht geschafft, irgendeine Form von Regeneration zu kriegen, die unser Leben irgendwie stabil hält. Aber ist okay. Nicht mal da war ein Herz drin. Nicht mal ein Spirit Heart, auch wenn uns das nicht mal einen positiven Effekt gibt. Oh Gott. Rechtzeitig weggelasert, würde ich sagen. So.
Weitersuchen, ob hier irgendwo ein Herz drin ist. Oh, unsere. Das sehe ich jetzt erst. Unsere blauen Flämmchen haben so einen heiligen Schimmer drin. Und die können wohl ab und zu den Gegner auch mit dieser heiligen Welle erwischen. Nee. Rubber Cement will ich nicht. Was seid ihr? Wednesday, lurk inside, okay. Oh, wenn ich die töte. Oh. Stationäre Familias. So, wo ist noch einer da drüben? Notfalls mache ich den ja so mit den Tränen der Babys fertig. Die Blue Map. Will ich eigentlich schon haben. Weil mit Geheimräumen sind uns jetzt Sachen wie Heilung eigentlich sicherer. Der Red Key. Damit brauchen wir halt keine Trinkets mehr, ne? Aber auf der anderen Seite bringt uns der Red Key, bis wir drüben sind, relativ wenig. Ist halt eine schwere Entscheidung. Nehmen wir ihn mit. Da sind wir auf der sicheren Seite. Was die Dings angeht. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ehrlich nicht. Keine Ahnung, ob ich da den Red Key mitnehmen soll oder nicht. Aber eigentlich will ich nur ein Schlüsselstück. Das würde mir schon. Shit. Irgendwie reichen. Aber ich kann mich auch selber killen, dann brauchen wir gar nichts. Ich merke vielleicht, ich nehme mal wieder direkt nach dem Aufstehen auf. Weil ich muss noch ein bisschen was eigentlich schaffen an Isaac die Woche. Das ist so mein Problem. Ich muss eigentlich noch Isaac-Parts machen. Sonst kommt es zu Ausfällen. Weil die Sache ist folgende. Ich bin jetzt eigentlich schon seit ein paar Tagen wieder in meinem Elternhaus, passe ein bisschen auf meine Nichten mit auf, helfe meinem Vater. Und die Sache ist einfach die, ich weiß nicht, wie viel Zeit ich zum Aufnehmen habe in der Zeit. So, bin theoretisch ab Freitag bzw. ab Donnerstag wieder daheim. Da ist allerdings das neue Baphomets Fluchspiel dran. Weil das fällt diese Woche eh schon aus. Und am Donnerstagabend ist Dingstream. Ich weiß gar nicht, ist heute Donnerstag? Ich weiß nämlich nicht, für wie viele Videos ich aufgenommen habe. Aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke, könnte es gut sein, dass heute Donnerstag ist. Dementsprechend, ja, heute Abend Digimon-Stream. Und noch besser, morgen Abend. Was ganz, ganz wichtig ist, dass ihr euch das auf eure Agenda schreibt. Der Random-Stream. Mit Futz und mir. Mein persönliches Highlight. Ich freue mich da wirklich drauf. So. Nee, ich will den Cursed Eye Shot nicht. Worauf ich mich nicht freue. Am Tag drauf muss ich zweimal einen
ganzes Stück Strecke fahren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fahre nicht gerne Auto. Ich bin niemand, der gerne Auto fährt. Aber Problem ist, es sind wohl ziemlich... Also ich bin auf dem Geburtstag und es sind ziemlich viele Leute da und einige, die halt weiter weg sind, müssen da halt sowieso pennen und dann... Ihr wisst ja, wie es mit Platz und so weiter ist. Und mit wahrscheinlich Angetrunkenen, auf die ich keinen Bock habe und dann sowieso gerne wieder fahren will. Da werde ich dann wahrscheinlich fahren müssen. Und das Problem ist, ich fahre mit Hutz. Der wird aber wahrscheinlich das ein oder andere Bierchen trinken. Was, sag ich mal, ist nicht schlimm. Bedeutet aber halt, ich muss fahren. Was theoretisch auch nicht schlimm ist. Ich kann fahren. Und nur weil es ein Stück Strecke ist, es ist hauptsächlich Autobahn. Und auf der Autobahn, man kann eigentlich nicht viel auf der Autobahn verkehrt machen. Ja, Tour of Spades hebe ich mal auf. Was bist du denn? Das Jar of Wisps. Braucht aber ewig zum Aufladen. Es ist aber jetzt so eine komische Situation, weil wir haben ein Glas voll mit Flämmchen. Und das erzeugt halt Flämmchen. Aber dadurch, dass wir ein Spacebar-Item benutzt haben, kriegen wir Flämmchen. Also irgendwie Flämmchenception. Und es sind die blauen Flämmchen. Ich weiß nicht, ich hätte gerne Schubdawub. Wieder. Ja, Leute, Schubdawub war halt einfach gut. Mist, Damage genommen, aber egal, den Angel Deal haben wir sowieso schon. Fehlt hier auch auf der Ebene eigentlich kaum noch was. Aber ein Item Room möchte ich trotzdem gerne haben. Natürlich kommt wieder einer von unten an. Der eine, der nicht den Weg geht, den alle anderen gehen. Der immer eine Extrawurst haben möchte. So. Apropos Extrawurst, seid ihr eigentlich schon geimpft? Ich bin's tatsächlich. Und eine wirklich tolle Geschichte, was das anging. Ich wollte einen digitalen Impfpass mir machen lassen. Weil ich mir einfach gedacht habe, komm. Beweis, hast du deinen Impfpass immer dabei und dauert halt noch, bis der Impfschutz wirkt sowieso. Da hast du Zeit, falls sie irgendwie sagen, ja, da ist Wartezeit oder irgendwas. Ja, ich da hingegangen, Arztpraxis, tut uns leid. Wir würden Ihnen ja wirklich gerne sowas geben, aber unser Laser ist kaputt. Okay, kommen Sie einfach wann anders wieder oder... Wenn sie möchten, gehen sie einfach in die Apotheke, da kriegen sie das auch. Ich dachte, okay, kein Problem. Auf meinem Rückweg nach Hause komme ich direkt an der Apotheke vorbei. Gehe ich in die Apotheke. Gehe in die Apotheke, wird mir gesagt, tut mir leid. Speziell heute Morgen haben wir eine Meldung gekriegt, dass wir in der Apotheke leider keinerlei solcher digitalen Impfpässe mehr ausstellen dürfen.
Habe ich auch gedacht, super, das kommt genau an dem Tag, an dem ich einen haben möchte. Ich meine, es ist kein Problem. Ich habe meinen normalen Impfpass und dann muss ich halt irgendwann nochmal beim Arzt vorbei und muss sagen, hier, wie sieht es denn aus, digitaler Impfpass? Muss ich halt da nochmal vorbeigehen. Ist ja nicht weit zum Glück von mir weg. Hier habe ich nochmal hingekriegt, dass das Spacebar-Item mehr drin hat. Weil derzeit steht noch 2 drin. Wenn ich jetzt nochmal eine Aufladung kriege, komme ich dann auf 3 Flämmchen-Ladung? Nee. Ach nee, das sind, wie oft ich es benutzt habe, ne? Ja, genau. So war das. Je öfter ich es benutze, desto mächtiger... Oh, ja, desto mächtiger wird es. Weiß nicht, wie ich diese Viecher gerade so akkurat verfehlen konnte. Ich hätte mir vielleicht eben den Engel nehmen sollen, also den besiegen. Ja, man trinket das schon mal gut. Einfach damit ich den Engelseffekt halt kriege. Oh, eine höhere Chance auf einen Engel. Aber wer braucht das schon? Sind nur ein paar Flämmchen gewesen, die draufgegangen sind. Nichts Schlimmes. Wir arbeiten hier einfach mit Gift. Es geht schon, das ist in vielen Rollenspielen Mittel zum Zweck, aber gerade sind wir echt schlecht. Zumindest unsere Angel-Deal-Chance ist unter aller Sau. Mit 0,2% können wir es vergessen. Das ist keine gute Deal-Chance. Wenn man das überhaupt noch als Chance bezeichnen kann. Das ist ja, sind ja Lotto-Verhältnisse, die man da hat. Ich denke mir jedes Mal, ich würde so gern mal im Lotto gewinnen, aber irgendwie spiele ich einfach nicht. Das ist halt irgendwie so das zweischneidige Schwert. Ich würde gern gewinnen, aber ich will nicht Geld opfern, um zu verlieren. Wir haben jetzt 2-mal Lunch gekriegt. Ist gut, wir haben viel Herzen. Moment, was löst das auf dieser Ebene hier aus? Ein Item nehme ich. Find's cool, dass jetzt alle unsere Tränen mit dem Lil Bender wirklich homing sind. Deswegen möchte ich den auch eigentlich nicht hier liegen lassen. Deswegen habe ich auch so ein bisschen gehofft, dass ich noch ein zweites Trinket krieg. Aber kann ja noch kommen, dass wir die auf zukünftigen Ebenen finden. Deswegen, ich nehme es erstmal mit. So, und ich muss mal einen Schluck trinken.
Ich war gerade schon so im Reflex. Ach, sieh mal einer an. 20 Minuten im Bad, der Part ist vorbei, aber ist ja gar nicht so. Nicht bei Isaac. Bei Isaac sind die Parts immer arg lang. Und ich finde es toll, dass es ein paar von euch gibt, die sich die wirklich alle angucken. Weil es ist viel. Sehr viel. Oh. Wo sind jetzt die guten Flämmchen mit dabei? Es bildet auch einen Stern. Das finde ich ästhetisch sehr, sehr hübsch. Also das mit dem Bänder ist halt wirklich... Es ist einfach göttlich. Weil normal ist halt... ganz speziell der Schaden, den man austeilt... mit den Flämmchen so der höchste Kritikpunkt, den man haben kann. Weil die halt zu wenig Schaden machen. Aber es... fällt halt auch flach, wenn alle Flämmchen auf den gleichen Gegner fliegen. Oh, der Wolfszahn, da wissen wir immer... oder Hundezahn. Wissen wir immer direkt, wo der Geheimraum ist. Ja, nicht ganz direkt, aber ihr wisst, was ich meine. Das heben wir uns für den Schluss auf, wenn ich noch dran denke. Oh, Fanny Pack, den will ich. Da waren wir drin. Ich versuch's mir zu merken, dass das da war. Oh, hier ist ein Geheimraum. Aber eben war keiner da. Glück gehabt. Oh, ich hab Steinflämmchen. Interessant. So, Bossfight. Oh, da hat sich eins meiner Flämmchen verabschiedet. Schade. So, was hat Satan für uns? Die Hure von Babylon? Nee, mit ihr nicht. So, HP ab nehmen wir noch mit. Den anderen Geheimraum suche ich jetzt mal nicht. Wir haben eh nur noch eine Bombe. Ob wir die auf dieser oder auf der nächsten Ebene benutzen, ist egal. Mir graut es echt davor, dass ich den Lil Bender opfern muss. Den kleinen Bender aus Futurama. Nein. Dass ich den opfern muss dann... Ah, Halleluja. Für ein Trinket. Offensichtlich muss ich das aber glücklicherweise nicht. So. Möchte halt mehr Aufladungen für unser schönes Spacebar-Item.
Er wollte wegrennen, aber bei uns gibt es kein Entkommen. So, Flämmchen wieder in Ordnung bringen. Waren viel zu wenige vorher. Ah, da ruft uns der Geheimraum. Da ist wieder ein Flämmchen draufgegangen. Finde ich nicht okay. Daum. Hat die Bombe einfach nur nicht richtig gezogen? Nee. Dann müsste das ja hier unten sein. Ist es. Kacke, zwei Bomben für nichts verschwendet. Dafür ein Dry Baby gekriegt. Das ist ein Deal, mit dem ich glaube, ich leben kann. Und mehr Geld. Momentchen mal. Das möchte ich jetzt mal testen. Wir wissen, dass es hier ist. Das heben wir uns mal auf. Wenn wir den Super Secret gefunden haben, möchte ich das testen. Ob die Nutzung auch was bringt. Komm, gib mir den Kompass. Nein, ich will den Kompass. Oder eine Treasure Map, nehme ich auch. Vielleicht sogar noch besser. Oder gibt es einfach gar nichts. Kannst du auch machen. Eher. Den mag ich ja normal gar nicht. Aber Tatsache geschuldet, dass er halt gegen uns auch nur ein kleiner Fisch ist. Ha. Ah. Mir fällt gerade auf, da war gar nicht das Geheul des Super Secrets. Bedeutet, das müsste eigentlich hier oben irgendwo sein. Ich will das halt austesten. Das ist so mein Problem. Theoretisch könnten wir weiter, aber ich will das testen. Okay, hier ist der Super Secret. Warum bellt er? Er heult bei Geheimräumen. Aber bei was bellt er? Bellt er, wenn ich dann nochmal reingehe? Bellt hier? Ja, es bringt tatsächlich was. Okay, das hat doch irgendwas mit diesen Totenschädeln zu tun. Kann mir noch nicht erzählen. Ah, er bellt, wenn es noch so einen Untergrundpfad gibt. Gutes Item. Guter Doggo. Ich will ich aber eigentlich beide nicht. So, muss auch mal ein bisschen aufs Wetter achten. Es soll heute eigentlich, glaube ich, noch regnen. Und ich will ja noch in mein Elternhaus fahren. Und am Ende komme ich dann in totalen Riesengewitter und...
Weiß nicht. Eigentlich Autofahren bei Gewitter ist nicht so schlimm, weil da sind meistens nicht so viele Leute auf der Straße. Zumindest bei mir. Gut, der da möchte uns nichts geben, Egoist. Verstehe schon. Scheiße, ich habe das Trinket nicht mitgenommen. Shit. Das wollte ich ja eigentlich noch holen. Ja, gut. Wenn wir jetzt keins finden, dann gebe ich unseren Bender ab. Oh, da waren. Habe ich nicht gesehen. Okay, da ist eins. Heißt, jetzt müssen wir nur einen Bossraum finden. Und dran denken. Da ist noch eins. Dann würde ich sagen, den Little Bender lasse ich jetzt erstmal hier. Oh, ist wirklich die letzte Wand, die ich checke. Und die Teleportkarte nehme ich mit. Was ist da denn gerade passiert? Gab es da einen Quantensprung oder was hat diese spontane Änderung der Realität verursacht? Ich weiß nicht, was es da zu lachen gibt. Du gehst drauf und wir gewinnen. Noch ein Trinket. Wir werden gerade überschüttet damit. Ja. Nehmen wir Lipro. Ach, ich kann beides mitnehmen. Ja, dann. Darkness comes power. Warum nicht? Hier ist der Bossraum. Oh. So, Shops sind offen. Das nutzen wir natürlich eiskalt aus. Indem wir uns jetzt den Shop suchen. Nein! Habt ihr das gerade gesehen? Unser Stein, der eigentlich eine Teleportkarte sein müsste, wurde geändert. Scheiße. Müssen wir hoffen, dass wir einen anderen Teleport hier rauskriegen. Das ist Kacke. Das ist jetzt richtig, richtig Kacke. Um 7 Bomben. Tastes like burning. Ja. Wir müssen jetzt nämlich den Shop suchen. Hoffen, dass im Shop eine Teleportkarte ist. Oder wir müssen ganz, ganz viele von den Skeletten sprengen, in der Hoffnung, dass was auch immer die droppen, eine Teleportkarte ist. Oder halt ein Teleport-Item. Das ist nämlich eine echt ungünstige Situation für uns. Dass ich ausgerechnet der gute Totenkopf verändern musste. Ausgerechnet der wichtige.
Hier liegt eine Karte. Magic in der. Bringt uns nichts. Ich wünschte gerade so ein bisschen, ich wäre Stompy. Evas Passage. Passage nützt uns nichts. Passage bringt uns leider nicht aus dem Raum raus. Er bringt es schon aus dem Raum raus, aber halt nicht auf eine positive Art und Weise. Also nicht uns positiv. Oben gab es doch noch einen Raum mit ganz, ganz vielen Schädeln. Vielleicht hat ja einer von denen was. The Moon. Okay, The Moon teleportiert uns in den Geheimraum. Glück gehabt. Komme ich eigentlich so rum? Muss sowieso nach ganz unten. Das war echt Glück. Ist egal, was ich mitnehme. Scheiße, ich habe das Item nicht im Bossraum gelassen. Ich bin dumm. Eine zweite Teleportkarte werde ich aber wohl kaum hier irgendwo jetzt rauskriegen. Mein Gott, wie kann man so viele Fehler in einem Run machen? Gibst du mir eine Teleportkarte für 3 Cent? Nee? Okay. Verstehe ich. Ich habe es auch eigentlich nicht mehr verdient. Ja, ich habe keine Teleportkarte verdient. Ich muss den Spoonbender zurücklassen. Ja, komm. So tragisch es auch ist, Dummheit muss bestraft werden. Außer ich finde, wie durch ein Wunder jetzt hier auf der Ebene noch ein Trinket. Das ist aber etwas, was ich eigentlich machen möchte. Mir die holen. Hier komme ich nicht rüber. Herzen haben wir noch voll. The Moon, ja, benutzen wir. Komm. Reed, kann ich einen deiner Rippen haben vielleicht? Wenn ich die im Item Room zurücklasse, sind wir auch auf der sicheren Seite.
Ja, okay, wir hatten mehr als genug Trinkets. Ich war dumm. Habe ich mir verdient. Da kann man nicht anders sagen. Das ist Dummheit und das habe ich mir verdient. Ich bin gerade nicht sicher, ob es donnert oder ob draußen irgendeiner irgendwas macht. Weil das klang eher, als ob jemand etwas sehr Schweres hat fallen lassen. Ich muss den Item Room finden. Weil durch Genner müssen wir ja nochmal durch, glaube ich. Dementsprechend haben wir noch eine Chance. So. Lasse den Spoonbender hier zurück. Es tut weh, weil ich das nicht hätte tun müssen, wenn ich nicht dumm wäre. Aber es war halt meine eigene Blödheit, die das jetzt verursacht hat. Gut, ist auch ein gutes Spacebar-Item, aber nee. Bleib bei unserem jetzigen. Okay, hier ist der Super Secret. Na gut, im Bossraum ist ja nichts, ne? Nichts, was uns irgendwie schaden könnte. Von daher nehmen wir mit. Nein, ich komme niemals über den Spoonbender weg. Savings? Wer kümmert sich denn schon um das Ersparte? Der Spoonbender. Ich habe ihn verloren. So, ich muss auf diesen Crack Key aufpassen wie ein Schießhund. Schießwolf. Ich hab nämlich. Ich hab nur den einen. Oh, Bosse haben weniger Leben. Ich nehme es mal mit. Ich weiß nicht, ob das für Dogma auch zählt, aber ich nehme es mit. So. Ah, ich habe keine Schlüssel mehr. Alles klar. Klein Bethany sucht den Ausgang. Ist hier zufällig einer? Guck immer erstmal, bevor ich die Ebene verlasse, dass ich ja auch meinen Crack Key noch bei mir habe. Au. Eher nicht ohne ihn.
Ja, gut. Den Schlag, dem konnten wir jetzt einfach nicht ausweichen. Leider der falsche Weg. Noch ein Trinket. Jetzt werden wir wieder mit Trinkets überschüttet. Aber klar, wurden wir ja vorher auch schon. War nur dumm. Gut, Crack Key ist noch da. Caves 1. Will ich aber nicht. Ich möchte nichts so Hardcore-Christliches, danke. Können wir nicht eine Agnostikerfamilie werden? Dann sagt zumindest keiner, es gibt keinen Gott, aber es sagt auch keiner, es gibt einen. Wer jetzt mit dem Begriff Agnostiker nichts anfängt, das heißt einfach, Agnostiker sind Leute, die halt sagen, vielleicht gibt's, vielleicht nicht, bis es weitere Beweise gibt, bleiben wir bei einem vielleicht. Wo ich finde, das ist eigentlich ein relativ gesunder Ansatz. Komm, ich krieg das Ding da rausgezogen. Das ist ein Teil, was Magnettränen schießt. Der Key ist noch dabei. Basement. Wir sind wieder im Keller. I'm drowsy ist in Ordnung. Ist zwar jetzt nicht die Super-Duper-Pille, aber ist in Ordnung. So, komm, ich mach nochmal. Ja, kaum mal die Flämmchen wieder voll, verliere ich wieder welche, weil es zu viele werden. Oh, Health Down, das ist schade. Aber das da möchte ich trotzdem und das da möchte ich auch. Okay, Basement 1. Den noch überwinden, dann haben wir's. Da bin ich zu nah rangegangen. Zu nah an der Sonne. Da schmelzen leider Icarus' Flügel. So, Flämmchen lassen langsam nach. Wir haben nicht mehr so viele. Müssen die bald wieder aufladen. Oh, unser Doggo bald. Weil der Doggo ist immer ein gutes Zeichen. Vielleicht hier in der Mitte? Hä? Naja. Haben genug Bomben.
Der letzte Stein mal wieder. Train your enemy. Nehmen wir mit. Mehr Items gleich mehr gute Sachen. Ja, komm, wir gehen hoch. Oh, das ist ein Charge Key. Dann benutze ich das Ding einmal. Der Charge Key hätte mehr aufgeladen, als wir gebraucht haben. So, Bethany. Der Zealot. Weiß ich nicht. So. Okay. Dann. Dogma Fight. Das haben wir noch gar nicht gesehen, dass da so ein Übergang kommt. Mit dem Fernseher. Aber gut. Oh. Kampf geht direkt in uns los, was ich nicht ganz so cool finde. Ach, ich lebe schon in der Wahrheit. Und ich sage nicht, ich habe keine Sünde. Ich sage bloß, ich glaube nicht, dass irgendjemand mit meinen Sünden ein Problem hat. Außer halt Arthur, Religiöse. So, bring it on. Ich hoffe, die zählen auch als Bosse. Aber wenn die auch als Boss zählen, na, ich resette mal. Haben die nämlich auch weniger Leben. Zwei Aufladungen auf unser Spacebar-Item ist halt nicht ganz so viel. Okay, zweite Phase. Den Ammer. Hallo Krieg. Okay, Krieg hat sich schon zerfetzt. Du willst mich doch gar nicht so dringend dumm haben. Are you a wizard?
Ah, es hat keinen Effekt auf uns. Okay, jetzt geht er in die Form. Okay. Haben wir auch. Jetzt haben wir halt das Problem. Wir haben nicht genug Spirit Hearts, als dass wir nochmal unsere Flämmchen aufladen können. Okay, sie hat Schaden genommen. Das heißt, sie beginnt schon, sich aufzulösen, oder was? Ja. Okay, das war irgendwie zu leicht. Ja, das brauchen wir jetzt nicht. Wir haben es ja und der Part ist eh schon fast eine Stunde. Gut, damit haben wir Tainted Bethany, einen weiteren Charakter, freigeschaltet. Fehlen noch Tainted Forgotten, Tainted Jacob und Tainted Lost. Drei Charaktere noch. Gut, Leute, ihr lasst mir einen Kommentar, einen Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn es weitergeht mit The Binding of Isaac. Bis dann, euer Wolf.